So, wir testen jetzt erstmal die ganzen Sachen durch, bis auf die Farbgele. Wie gesagt, die mache ich auf Tipps. Franzi hatte jetzt wie lange keine Nägel? Ein Jahr. Das letzte Mal zur Hochzeit. Ein Jahr, genau. Das heißt, die sind sehr schön lang gewachsen. Achso, soll ich jetzt machen? Ja, ich muss hier erstmal auf Aufnahme drücken. Achso, ja, genau. Hier auch nochmal. Aufnahme. Also, sie hat nicht geknabbert, was schon mal gut ist, aber wir müssen die auf jeden Fall verlängern. Bei den langen Nägeln werde ich die Schablonen ausprobieren und bei den kürzeren Nägeln die Tipps. Genau. Was ich nicht benutzen werde, ist die schwarze Feile, die dabei war. Aus den Gründen, die ich schon genannt habe, die schwarzen Pigmente oder Staubkörner setzen sich gerne mal ins Gel rein und das sieht dann doof aus. Genau. Jetzt wird erstmal alles vorbereitet, das heißt die Nagelhaut weg, zurück, ab, genau, Nagel vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, womit ich jetzt nicht gearbeitet habe, war das Teil hier. Hatte ich euch ja vorher auch schon gesagt, damit kann schnell mal was schief gehen. Da kann man schön abrutschen und den Kunden oder sich selber verletzen. Deshalb das Teil nicht so gerne benutzen. Ich habe da meine normale Nagelhautschere für genommen. Die ist dafür besser. Genauso wenig habe ich die kleine Bürste benutzt. Ich habe meine normale genommen. Aber wie man eine Bürste benutzt, muss ich euch ja nicht zeigen. Genau. So, fangen wir mal mit den Tipps an. Und zwar, wir haben hier die ganz normalen Clan, klar und Standard-Tipps, also nicht verkürzt. Ich mag die Clan nicht so gerne, ich finde die nicht so natürlich. Ich nehme lieber diese Milchen-Tipps. Finde ich irgendwie, weiß nicht, ist so mein Gefühl, dass die besser aussehen. Und ich nehme auch lieber die verkürzten, weil verkürzte muss man weniger feilen. Aber da das klare sind, die sind ein bisschen besser für Anfänger, da braucht man nicht so viel darauf achten, dass man den Übergang vernünftig feilt. Deswegen sind die, würde ich mal sagen, für Anfänger besser geeignet. So, also kleben wir mal die ersten Tipps drauf. Dafür nehmen wir natürlich auch den Kleber, der dabei war. Ja, gucken wir mal, wie der so hält. So, suchen wir uns erstmal den passenden raus. Der ist definitiv zu klein. Der ist eigentlich ganz gut. Ja. Ich nehme lieber einen minimal kleineren Tipp, aber wer nicht weiß, wie man Tipps klebt, der darf gerne nochmal in dieses Video hier oben reinschauen. Ansonsten verlinke ich das Ganze nochmal unten in der Videobeschreibung. So, ich hoffe, man sieht ein bisschen Kleber auf dem Tipp verteilen. Und dann ist die Kamera raus. Die macht wenigstens Töne. Mal kurz und ja. War ein bisschen länger als normaler Kleber schon mal. Das heißt normaler Kleber, es ist ja normaler Kleber, aber den man hier in Germany kriegt. Aber hält ganz gut. So, dann kleben wir hier auch noch einen drauf und ja, den Daumen, der kriegt auch noch einen. So, da kommt auch direkt das zweite Teil zum Einsatz, und zwar unser Nagelknipser, unser schön pinker. Aber ich denke mal, der wird funktionieren. Jawohl. Hier passt er knapp rein. So. Achso. Bei Tipps ist natürlich auch wichtig, wie lassen sich die Dinger feilen. Ich hatte damals schon mal, das ist schon lange her, vor 7, 8 Jahren in meinem Studio hatte ich mal welche, das waren die billigsten schlechthin,
Die haben sich gefeilt wie Kaugummi. Ne? Also auch wichtig, dass die sich vernünftig feilen lassen. Und gucken wir mal, wie das bei denen so ist. Ja, aber ich sehe schon, das funktioniert ganz gut. Ja. Die lassen sich auch gut feilen. Wie gesagt, bei den klaren Tipps braucht ihr nicht so krass auf den Übergang aufpassen. Da könnt ihr ruhig, falls ihr euch da noch nicht sicher seid, ruhig ein bisschen vorsichtiger feilen, vielleicht auch ein bisschen weniger feilen. Nicht, dass ihr den Kunden oder euch verletzt. Ja, und dann feilen wir erstmal den Übergang hier so ein bisschen weg und die Nägel schon mal in die grobe Form, wie sie sein sollen. So, als nächstes testen wir die Schablonen, aber ich habe euch ja schon gezeigt, dass die ganz gut kleben, also dürfte kein Problem sein. In der Verbindung testen wir natürlich auch schon direkt das erste Gel, und zwar das Clear. So. Zeig mal. Sollen wir auch pinchen, oder? Ich mir nicht, ne? Okay. Ich weiß nicht, wenn du möchtest. Ja, wir gucken mal, wie es aussieht. Haben wir das beim letzten Mal sonst immer gemacht? Ja. Eigentlich schon. Okay. So, ihr kennt das ja schon, wenn ich Schablone klebe, klebe ich diesen Kreis innen drauf. Wer nicht weiß, wie Schablone geht, der darf gerne in die Videobeschreibung gucken. Da ist nochmal ein Video dazu. Und auch in der Infokarte. So. Unter den Nagel schieben das Ganze. Möglichst mittig. Und dann zusammendrücken. Ist der irgendwie ein bisschen steif heute, kann das sein? Ich bin halt nicht so beweglich. Ja, das merkt man. Das merkt man. Warum wachsen meine Nägel eigentlich so übertrieben Scheiße. Eckig? Das sind halt Männerhände. Was ist denn da so doof? So, gucken wir uns auch direkt mal die Pinsel an, die dabei sind. Mit schönen Tribals oder was auch immer das sein soll. Also der Pinsel ist schon mal sehr, ich weiß nicht, ob man es sieht, ein bisschen ausgefranst. Muss ich gleich mal abschneiden. So, was nicht dabei ist, ist Primer. Das heißt, wir machen das jetzt mal ohne. Ich hoffe, dass es hält. Und es steht hier auch nicht drauf, ob das ein Einphasen- oder ein Dreiphasengel ist. Daher versuche ich das jetzt mal so schön wie möglich einzumassieren, damit die Verbindung zum Nagel auch hergestellt ist. So. Und dann verlängern wir den Nagel. Hier müsst ihr darauf achten, dass es schön dick auch ist, vorne an der Spitze, wo ihr verlängert. Sonst kann euch das beim Feilen gleich auch entgegenkommen wieder. Und dann testen wir auch direkt mal die Lampe. Die stelle ich auf endlos und dann ist sie auch an. Guck mal, ob alle Röhren an sind. Ja. Okay. Dürften gerne nur auf jeder Seite helfen, ne? Ja. Dann
Dann gucke ich auch direkt mal, die Kamera läuft. Mir geht das jetzt ein bisschen auf den Sack, dass das hier übersteht, diese kleinen Härchen. Die mache ich jetzt mal weg. Hier ist eine. Der kommt auch weg. Das kann euch nämlich schnell mal. Das kann nämlich schnell mal schief gehen, wenn ihr so abstehende Haare habt, dann habt ihr die nämlich schnell mal auf der Nagelhaut oder irgendwie so, kommt ihr damit an die Haut und damit ist das Gel auch auf der Haut und dann geht alles nach hinten los. Deswegen immer schön darauf achten, dass die Pinsel auch vernünftig aussehen. Ja. Zeig mal. So, das Gel ist schon mal hart geworden, das ist gut. Machen wir direkt den nächsten Nagel. Und dann kann das Ganze wieder in die Lampe. Jo. Also das klare nehme ich jetzt als Haftgel. Das heißt, das kommt als erste Schicht auf alle Nägel drauf. Obwohl, du wolltest kein French, ne? Okay, dann nehmen wir das auch direkt. Ne, wir nehmen das Pink. Nee, ach nee, da steht was drauf, ist der White. White und Pink. Ah, jetzt verstehe ich das überhaupt nicht. So, dann ist der Plan jetzt so, dass wir das als Haftgel nehmen und das durchtesten und dann nehmen wir das Pinke als Aufbaugel und gucken mal, wie das so ist. Genau. Zeig mal. Ja, ist auch fest geworden. Auf die Schablonenverlängerung mache ich jetzt direkt mal noch eine Schicht drauf. Eine etwas dünnere, das dient nochmal zur Verstärkung und dann könnt ihr nochmal checken, ob ihr wirklich alle Ecken getroffen habt. Genau wie hier. Die restlichen Finger auch direkt nochmal mit dem Haftgel. So, das Cleargel war schon mal gut. Bin mal gespannt, wie lange es hält. Gibt es dann bei Instagram, ob es hält oder nicht, wie auch immer. Jetzt kommt das Pinke dran als Aufbaugel. Zeig mal her. Dafür nehmen wir jetzt erstmal die Schablonen wieder ab. Und wir sehen, es hat alles soweit gehalten, wenn die Kamera scharf stellt. Hallo. Will nicht. Okay. Doch, jetzt. Ja, alles dran. So, jetzt kommt hier direkt das Aufbaugel drauf, das Pinke. Mal gucken, wie was das für eine Viskosität hat, aber scheint ganz gut zu sein. Schön dickflüssig. So, erstmal eine dünne Schicht. Und dann schön Tropfen rausnehmen und das Ganze verteilen. Von der Seite werfen, damit ihr die C-Kurve auch trefft, beziehungsweise den Apex und dann rein in die Lampe damit. Oh, das brennt! Okay, das Gel wird heiß. Ist also kein Gel, was eine kühlende Wirkung hat. Verarscht du mich jetzt gerade? Ja, was soll ich machen? Ja,
Was denn? Es gibt auch Gele, die werden nicht heiß. Aber das war jetzt im Preis anscheinend nicht mehr drin. Aber weil das sonst nie so war. Naja, doch. Schon. Ja? Ja. Ist vielleicht verdrängt. Nein. Das auch könnte heiß werden. Aber ansonsten ist das Gel eigentlich schön standfest. Es gibt auch Aufbaugele, die sind sehr dünn. Die rutschen euch natürlich vom Nagel zur Seite weg, wenn ihr da nicht schnell genug seid. Daher ist ein schön dick viskoses Gel immer gut zu verarbeiten. Die Stühle knatschen ein bisschen, oder? Also nur deiner. Meiner nicht. Hm. Ja. Jetzt will ich mal überlegen. Vielleicht muss ich nur mal eine Schraube festziehen. Das in jedem Fall. Ist das jetzt eigentlich nur bei denen so, dass das da brennt und bei denen, wo der Tipp drauf ist, nicht? Nein. Was nein? Es wird überall brennen. Aber wenn es geht, nicht so wackeln. Ja. Ich kühle gerade ab. Das ist übrigens kein Zeichen für ein schlechtes Gel, nur weil es heiß wird. Das ist einfach nur ein ganz normaler Härtungsprozess. Ja, viele haben mich immer beschuldigt, dass ich daran schuld bin in meiner Studiozeit. Aber das ist einfach, wie gesagt, ein ganz normaler Härtungsprozess. Mal doof gesagt, Beton wird auch warm, wenn es aushärtet. Also, das sind einfach nur die Moleküle, die aneinander reiben. Es gibt eine chemische Reaktion und das ist das, was das Ganze heiß werden lässt. So, also das Pink bin ich auch ganz zufrieden mit. Ist schön stabil, läuft nicht so schnell weg. Ja, bis jetzt eigentlich ganz gut alles. Bin erstaunt. So, jetzt cleanern wir das Ganze ab mit dem Cleaner, der mal dabei war. Ich habe natürlich eine wichtige Sache vergessen, es sind keine Zelletten dabei. Ist mir gerade nochmal so aufgefallen im Schnitt. Daher ganz wichtig, keine Zelletten dabei, die müsst ihr euch nochmal selber besorgen. Mmh. Ne? Cleaner, Cleanser Plus sogar. Tut, was er tun soll. Schwitzschicht entfernen. Und danach feilen wir das Ganze auch schon zurecht in Form, so dass wir die Endform haben und das Ganze fertig ist zum Lackieren. Auch hier wieder aufpassen an der Nagelhaut, nicht dass ihr die Kunden verletzt. Und natürlich auch gucken, dass ihr den Übergang vernünftig flach kriegt hier hinten. Nicht, dass ihr da noch so einen Ruckel habt. Ganz wichtig, genau wie vorne. Ein bisschen flacher feilen das Ganze, nicht zu dünn. Der Nagel sollte ungefähr so eine Dicke vorne an der Spitze von einem Millimeter haben, genauso wie an den Seiten, damit das Ganze auch hält. So, während Franzi für kleine Königstiger geht, muss ich sagen, ich bin bis jetzt positiv überrascht von dem Ganzen. Gele härten gut aus, Kleber ist gut, Tipps sind gut, Schablonen sind gut. Also eigentlich alles, was man so braucht für ein Starter-Set. Ich bin mal auf die Farben gespannt, wie die so funktionieren. Mit der Modellage testen sind wir damit jetzt quasi durch. Ich werde das Ganze jetzt noch lackieren.
Franzi weiß noch nicht genau, was es wird, Koralle oder Mint, eins von beiden, mal gucken. Ist halt nicht so entscheidungsfreudig, die junge Dame. Genau, das werde ich jetzt noch lackieren. Die Farben sind nicht mit in diesem Starter-Set dabei. Ich weiß noch gar nicht, welches für eine Marke es wird. Ich glaube Fingerspitzengefühl oder so. Genau, wie gesagt, das ist nicht im Starter-Set mit dabei. Genauso wenig wie die Pfeile, die ich benutzt habe und die Nagelhautzange, die ich benutzt habe und die Bürste, die ich benutzt habe. Die sind auch nicht dabei. Genau, das werden wir jetzt noch tun und ja, bis dahin.